Mache ich jetzt mit nach draußen, weil ich jetzt mal gucken will, ob ich von den Schafgittern irgendein Teil benutzen kann, um Folgendes zu machen. Hier finde ich das noch nicht ganz so optimal gelöst, weil ich Angst habe, dass die da rüber hupsen. Und hier erst recht, ne? Da habe ich erst recht Angst. Also wenn ich das Schafgitter ist ein bisschen höher, oder ich stelle die so hoch, die Schafsgitter, denn die sind ganz schön breit und wir brauchen sie ja im Moment nicht. Die dürfen wir ja ein Jahr behalten. Blöd ist nur, wenn er die wieder haben will. Deswegen würde ich eigentlich dann auch ganz gerne meine Gitter da stehen lassen, damit ich, falls er die wieder haben will, die Gitter trotzdem habe, wenn ich nicht da bin. Wisst ihr, was ich meine? So, weil, wie ihr seht, sind da Schafsgitter, die eigentlich dafür geeignet wären. Deswegen werde ich das jetzt mal alles auseinanderbummeln da. Und auch wegschmeißen, vielleicht dieses schwarze Zeug. Und die Decke da ins Lager bringen. Ein bisschen Ordnung schaffen hier. Gerade die bellenden Hunde gewesen von da hinten, die auch immer bellen. Das ist ein Kampfhund, ein Schäferhund, also so ein kleiner Schäferhund aber und noch so ein anderer Mix. Die haben mir auch gerade zu der Grieche hergeguckt, die wollten auch beide Hunde angucken. Soweit ich weiß, sind das Iraner oder Afghanen oder so. So. Wahrscheinlich auch kaputt. Und da zwängt er sich auch durch. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Da passt er ja wieder durch wahrscheinlich. Ich probiere das mal. Thank you.
eine Schafsgitter könnte ich da in die Ecke stellen. Dann muss ich das nicht höher machen, wisst ihr, weil das Schafsgitter das ja abhält. Dafür muss ich das aber alles wegnehmen. Die Türen sind richtig schwer, leider. Da muss ich das nicht abbauen da. Thank you.
das von innen machen. Und da ist mir das zu schwer. Ich habe Angst, dass es den Hunden auf den Kopf knallt. Ne? Außerdem könnten die das als Trittfläche benutzen. Die können ja da so rauf. Das geht nicht. Scheiße. Für das Ding habe ich nicht gedacht. Das hält im Strommast. Da muss ich mir in der Ecke nochmal was ausdenken, vielleicht. Oder ich muss das doch höher setzen. Wahrscheinlich muss ich das dann so machen. Ich höre da Gletscher. Naja, ich würde sagen, wir gehen erstmal rein und machen das mal von drinnen. Oh, der Gegner ist da. Scheiße, ausgerechnet jetzt. Der Gärtner ist da, der wäscht jetzt den Pool. Und das heißt, ich arbeite dann weiter, wenn er weg ist oder morgen, sonst kann ich auch nicht, er liebt jetzt alles, aber ich arbeite bestimmt nicht, wenn der da ist. Genau, also jetzt bin ich jedenfalls total groggy und dann, was mache ich jetzt? Hunde sind drin. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal duschen und im Anschluss, ich könnte, bevor ich duschen gehe, oben die Terrasse einmal sauber machen. Nee, das geht auch nicht, weil da hängt Wäsche. Egal, also ich gehe erstmal duschen und dann gucken wir weiter.